Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, der gesagt hat, das, was die Jahmiyyah sagen, ist Kufr. Wer sagt, der Koran ist erschaffen, ist Kafir. Und so weiter und so fort. Damals, das war Staatsreligion. Das war Staatsreligion. Das, die haben die Menschen nicht nur über, die waren nicht nur davon überzeugt, dass der Koran erschaffen ist und viele Eigenschaften Allahs geleugnet werden und Sachen. Die waren nicht nur davon überzeugt, sie haben die anderen Menschen dazu aufgerufen und sie haben die Menschen dafür sogar gefoltert, wenn sie es nicht gemacht haben. Und wer ist derjenige, der jetzt mit diesen Menschen die Diskussion geführt hat? Nicht ich und nicht du und nicht... Das war Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Und er hat den damaligen Kalifen al-Mu'tasim, wie sie alle hießen, nicht des Unglaubens bezichtigt. Warum nicht? Weil er verstanden hat, dass die einen Verständnisfehler haben. Weil er verstanden hat, diese Leute, die meinen es eigentlich gut. Das kriegst du heraus und diskutieren. Du siehst diese Personen, sie haben Schubuhat, ja, sie haben Verse wie zum Beispiel, die sagen, ist der Koran etwas oder ist der Koran etwa nichts? Natürlich ist der Koran etwas. Und sie sagen, okay, Allah sagt, Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer von allen Dingen. Allah ist der Schöpfer von jeder Sache. Und der Koran ist etwas, also ist er auch erschaffen. Das ist ihre Argumentation. Das ist doch eine Schubha. Das ist doch ein Scheinbeweis. Und, dieser Scheinbeweis, ich will nicht sagen, den gilt es zu würdigen, aber es gilt zu verstehen, dass dein Gegenüber nicht einfach aus dem Ärmel spricht, sondern er spricht und er denkt das so. Ja? Und dazu gehört die Asha'ira. Und deswegen sagte Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah über die Asha'ira und vielleicht auch über andere, er sagte, wenn ich das kommt inshallah auch nochmal nachher, aber schade, nicht zweimal zu erwähnen, er sagte, wenn ich das sagen würde, was ihr sagt, würde ich mich als Ungläubigen bezeichnen. Das ist entscheidend. Wenn ich das sagen würde, was ihr sagt, ich weiß ja, dass es falsch ist. Und ich würde es sagen, obwohl ich 100% überzeugt bin, dass es falsch ist. Aber ihr sagt das nicht, weil ihr denkt, dass es falsch ist. Ihr sagt es, weil ihr denkt, dass es richtig ist. Tamam? Und diese Schubha ist Grund genug dafür gewesen, dass diese Imame sie zum Anlass genommen haben, ihr Gegenüber nicht des Unglaubens zu bezichtigen.